Jeder kennt den FSV Mainz 05, ein Fußballverein in erster Linie, der sehr erfolgreich ist. Was die wenigsten wissen, ist, dass zum Beispiel Mainz 05 oder auch Wormatia Worms E-Sports-Abteilungen haben. Dort sind junge Menschen aktiv, die im Vereinstrikot zum Beispiel sich in Wettbewerben messen wollen, in denen Videospiele gespielt werden. Bisher ist es so, dass diese Abteilungen eigenwirtschaftlich geführt werden müssen. Das heißt, sie sind nicht richtig ins Vereinsleben integriert, weil ihnen die Bezeichnung Gemeinnützigkeit oder die Auszeichnung Gemeinnützigkeit fehlt. Und das bedeutet, diesen jungen Menschen ist zum Teil das Vereinsleben, so wie wir es in Deutschland kennen, Geselligkeit, Zusammenhalt, Verantwortung füreinander versperrt. Und das wollen wir als AfD-Fraktion ändern. Überall dort, wo junge Menschen sich zusammenfinden, im Rahmen eines Vereins, an einem Videospiel- oder Game-Wettkampf teilnehmen, unter Wettbewerbsbedingungen und sich miteinander messen, Spiele, in denen es hunderte Aktionen und Interaktionen gibt, die anspruchsvoll sind, überall dort sehen wir eigentlich die Werte des Sports verwirklicht. Da ist es Zeit für eine Anerkennung der Vereine, die E-Sports machen, als gemeinnützig. Und ich glaube, es ist längst Zeit für eine Gleichstellung, sodass diese Spieler und diese Sportler auf Augenhöhe mit ihren Sportskameraden aus allen anderen möglichen Sportarten zusammen im Verein aktiv werden können.